Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in beiden Anträgen, die wir heute diskutieren, führen die Oppositionsfraktionen steigende Zusatzbeiträge in den Jahren 2015 und 2016 sowie erhebliche Mehrausgaben der Krankenversicherung zulasten der Arbeitnehmer an. Dadurch würden stärkere Belastungen der kleineren und mittleren Einkommen entstehen sowie die Entlastung der Arbeitgeber vertieft werden, so der Grundtenor. Wie wir nun schon häufiger gehört haben, sehen die Oppositionsfraktionen die Lösung des Problems in der Rückkehr zur paritätischen Beitragsfinanzierung und in der Einführung einer Bürgerversicherung. Wenn ich von dieser Seite Applaus kriege, kriege ich meistens Angst. Und ob die Wiedereinführung des Buß- und Bettags, wie es ja auch gefordert ist, als gesetzlichen Feiertag die Frage von sozialen Ungerechtigkeiten an dieser Stelle löst, sei mal dahingestellt. In der Tat, wir können feststellen, dass die in den Anträgen der Oppositionsfraktion aufgeführten Kostensteigerungen innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherungen in den vergangenen Jahren in meinen Augen zu moderaten Anstiegen der Zusatzbeiträge geführt haben. Und hier ist es uns als Union wichtig, eine gerechte Lastenverteilung zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf der einen Seite und zwischen der Seite der Arbeitgeber auf der anderen Seite zu gewährleisten. Wir wissen alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass 2004 im Zuge der Agenda 2010 diese Zusatzbeiträge 0,9% erhoben worden sind. Das war rot-grün, das wissen wir. Und ich glaube auch, dass Deutschland heute noch davon profitiert. Nehmen Sie dieses Lob einfach auch mal zur Kenntnis. Und dass das in meinen Augen auch ganz in Ordnung ist. Aber ich glaube auch, wir dürfen nicht unter den Scheffel stellen, dass die Regierungsfraktionen aus CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag ganz bewusst den Arbeitnehmeranteil von 8,2% auf 7,3% reduziert haben. Und damit haben wir ausdrücklich die Erhebung von Zusatzbeiträgen fördern wollen, um unter den gesetzlichen Krankenkassen auch einen Preiswettbewerb ermöglichen zu können. Stichwort Beitragsautonomie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und die Krankenkassen, und das dürfen Sie mir glauben, ich war selber 20 Jahre bei einer Krankenkasse, nicht bei einer, sondern bei der AOK Bayern beschäftigt, sollen ganz, ganz bewusst hinsichtlich der Kosten, aber auch der Qualität im Wettbewerb zueinander stehen, weil wir wollen hier wirtschaftliche Anreize auch setzen, weil das auch den Dienstleistungsgedanken zugunsten der Versicherten aufrechterhält. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben natürlich Sonderkündigungsrecht, all diese Dinge, dass hier Transparenz und Aufklärung gefordert wird, das ist vollkommen normal. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber darüber hinaus ist es aus meiner Sicht einfach doch auch notwendig, in dieser häufig sehr emotional geführten Debatte die Parität vollständig zu betrachten. Denn bei der Diskussion über eine gerechte Lastenverteilung werden beispielsweise die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers im Krankheitsfall sowie die Versicherung der Arbeitnehmer bei Unfällen auf dem Weg zum und am Arbeitsplatz gerne außen vor gelassen. Das möchte ich an dieser Stelle einfach erwähnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte auch deutlich sagen, wir haben in Deutschland ein gutes Gesundheitswesen. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. In meinen Augen eines der besten auf der Welt. Und ich glaube auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir hier auch mal sagen müssen, dass gut funktionierende Sozialsysteme, dass es die nicht zum Nulltarif gibt. Und ich glaube auch, dass natürlich die Wirtschaft ihren Beitrag dazu leisten muss. Das ist vollkommen normal. Und am Ende ist das Schaffen, was die Wirtschaft betrifft, natürlich von Arbeitsplätzen, für mich zumindest die beste Sozialpolitik. Und der Satz von Edmund Stoiber, sozial ist, was Arbeit schafft, glaube ich, hat auch 2016 immer noch Gültigkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch erwähnen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich, was die Lohn- und Nebenkosten betrifft, und auch diesen ganzen Bereich hier im europäischen Umfeld, dass wir uns hier im Mittelfeld bewegen. Und ich glaube auch, dass das angemessen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Regierungsfraktionen von CDU, CSU und SPD haben die bestehenden Beitragssätze
gemeinsam in Ihrem Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode beschlossen. Und Sie werden bis zu Ihrem Ende auch bestehen bleiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil was wir nicht vergessen dürfen, glaube ich, ist schon auch wichtig, dass es uns nach außen hin gelingt, auch Verlässlichkeit in diesem System zu dokumentieren. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Wert, zumindest auch für uns. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Kolleginnen und Kollegen der Opposition, das soll aber nicht heißen, dass diese Beitragssätze für immer in Stein gemeißelt sind und wir nicht offen für Veränderungen auch sind. Das soll es nicht heißen. Gerne können wir über diese Parteigrenzen hinweg auch über Reformen der gesetzlichen Krankenversicherung konstruktiv uns austauschen und diskutieren. Jedoch sollte der Grundgedanke, meine sehr geehrten Damen und Herren, eines Wettbewerbs unter den Krankenkassen zugunsten der Versicherten nicht in Zweifel gezogen werden. Das wünsche ich mir zum Thema Bürgerversicherung. Da habe ich eine ganz andere Meinung. Aber ich glaube, das werden wir an einer anderen Stelle noch bereden. Der Grund ist heute, diese beiden Anträge sind für uns keine Alternative und werden von uns so nicht weiterverfolgt. In diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank, Erich Ilsdorfer. Der nächste Redner, Harald Weinberg für Die Linke.